Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Du möchtest dein Nähen auf das nächste Level bringen? Dann ist das Einnähen von Reißverschlüssen genau der richtige Step für dich. Es gibt viele Arten, einen Reißverschluss einzunähen. Heute zeigen wir dir eine sehr einfache Art. Unser Kleid 6401 aus der Einzelschnittkollektion von Burda hat im Rücken einen beidseitig verdeckten Reißverschluss. Diese Reißverschlussverarbeitung findet man auch bei vielen anderen Modellen. Daher kannst du sie auf fast jedes beliebige Modell übertragen. Falls du danach Lust bekommen hast, das Kleid 6401 nachzunähen, findest du unser Tutorial auf YouTube. Den Link dazu findest du in der Infobox. Wir brauchen einen 60 cm langen Reißverschluss, ein Reißverschlussfüßchen, farblich passendes Nähgarn, Decknadeln, Nähmaschinennadeln, eine Fadenschere, ein Trickmarker, ein Geodreieck und ein Handmaß. Wir nähen unser Modell mit der Pfaff Quilt Expression 720, die sich super für deine kreativen Nähprojekte einsetzen lässt. Wir haben das Kleid bereits zugeschnitten und die Schnittkonturen und Saumlinien auf dem Stoff markiert. Die Schultern, der Halsausschnitt, Rockansatz und Seitennaht ist auch schon fertig genäht. Die rückwärtige Mitte ist noch komplett offen. Jetzt ist der beidseitig verdeckte Reißverschluss dran. Wir haben bereits die Kanten an der hinteren Mitte versäubert. Wende das Kleid auf links, die Rückenteile liegen rechts auf rechts. Stecke anschließend die Kanten aufeinander und steppe zunächst die Mittelnaht von der Saumkante bis zum Schlitzzeichen. Verriegle an Nahtanfang und Ende die Naht mit ein paar Rückstichen. Hefte anschließend die restliche Mittelnaht mit großem Stich zusammen. Bügle dann die Nahtzugaben auseinander. Stecke am Schlitzzeichen eine Nadel quer ein und wende das Kleid auf rechts. Zeichne mit Trickmarker im Abstand von 7 mm zwei parallele Linien rechts und links neben der hinteren Mittelnaht bis zum Schlitzende. Wende nun das Kleid wieder auf links. Jetzt wird der Reißverschluss von innen unter die geheftete Naht gesteckt. Die Zähnchen liegen dabei mittig. Um das Stecken zu erleichtern, schiebst du eine Zeitschrift zwischen die Stofflagen. Übertrage dann die Stecknadel nach außen und schlage dabei die oberen Enden des Reißverschlusses nach innen um. Setze den Reißverschlussfuß in deine Nähmaschine ein und nähe von außen entlang der markierten Linie. Dabei steppst du am Schlitzzeichen quer über den Reißverschluss. Danach kannst du die Heftfäden an der hinteren Mittelnaht wieder entfernen. Zum Schluss bügelst du über deinen eingenähten Reißverschluss. Öffne dazu den Reißverschluss und bügle von links über die gesamte Länge jeder Seite. Spare zunächst das Reißverschlussende aus. Schließe den Reißverschluss wieder und lege das untere Ende auf das Bügelbrett. Bügle nun diesen Bereich glatt. Jetzt musst du nur noch von Hand am Halsausschnitt die Reißverschlussbänder an die Schrägstreifen annähen. Jetzt hast du es auch schon geschafft. Du hast deinen ersten Reißverschluss eingenäht. Wie du einen nahtfeinen Reißverschluss in deine Modelle einnähst, findest du ebenfalls in unserer YouTube-Mediathek. Wir hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.